Moin Moin zusammen und willkommen zurück bei Schauen wir mal. Heute wieder mal mit einem neuen Spiel, hier bei mir, Besiege. Gerade gefunden bei Steam, ist Ende Januar rausgekommen, kostet 7 Euro, ist ein Early Access Titel. Absolut geil, es ist mal was Schönes Neues, etwas was mir ganz besonders gefällt. Mittelalterphase, super, genau mein Ding. Was ist Besiege? Besiege ist ein... Ja, wie formuliere ich das jetzt mal am besten? Sandboxy... Kriegssimulations-Medieval... Totaler Mix. Im Grunde genommen ist es ein Bausimulator. Und zwar müsst ihr in Besiege mittelalterliche Kriegsmaschinerien bauen, um Hindernisse zu überwinden. Mit einer sehr ausgefeilten Physik-Engine, wie ich finde. Eher ein Spiel, sage ich jetzt mal, für zwischendurch. Macht aber super viel Spaß. Also bei mir, es hat sich definitiv gelohnt. Ich bereue nichts. Ich zeige euch einfach mal die ersten Level. Ihr seht, 3 Level habe ich schon gespielt. Beim 4. verzweifle ich gerade noch ein bisschen. Das wird noch ein ganzes Stück. Es ist wie gesagt Early Access. Es sind momentan 2, 4, 6, 8, 10... 12, 15 Level freigespielt, beziehungsweise freigeschaltet. Wir gehen nochmal zurück, dann kann ich euch nochmal zeigen, das ist hier die Y-Welt. Dann kommen noch später 1, 2, 3, 4 Welten, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ja, 4 Welten kommen noch definitiv mit dazu. Der Mond soll auch irgendwann noch dazu kommen und ein, ja, ich denke mal, Sandbox ist einfach Baukasten. Mal gucken, was denn so alles möglich ist. Okay, wir fangen einfach mal an. Das Schöne an Besiege ist einfach, es sind euch keine Grenzen in dem Sinne gesetzt. Also ihr seid nicht irgendwie an einer Anzahl von Blöcken gebunden oder es muss so und so das Spielszenario sein. Wir kriegen eine kleine Anleitung als erstes. Die bauen wir jetzt auch mal nach. Machen wir so. Machen wir so. So und... So, so. Und so. Bauen wir Räder ran. Klingt gut. Kann man mal machen, würde ich sagen. Räder sind immer gut. Das Ding kann sich bewegen. Yes! Jetzt setzen wir unsere Maschine auf den Boden. Macht auch Sinn. Und jetzt fahren wir. Yay! Nicht wirklich anspruchsvoll jetzt. Ist halt ein bisschen Grundlagen ausprobieren. Nun sollen wir... Wir haben keine Hinweise mehr. Das sollen wir zerstören. Wie machen wir das? Ganz klar. Möglichst brutal. Wir haben ein kleines Waffenarsenal. Ich gehe mal stark davon aus, da könnte später auch noch was dazukommen. Das reicht. Ich glaube, der kippt mir sogar nach hinten um. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Da waren die Räder mit. Naja. Zwei Kanontürme hat zerrissen. Aber wir haben bestanden. Das ist auch schon mal was. Ja, jetzt kommt was ganz Tolles. Wir müssen manövrieren. Deswegen wird diese Maschine noch einmal gelöscht. Wir können eigentlich total minimalistisch sein. Will ich aber nicht. So, wir haben nämlich Steering Hinge. War das jetzt richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Mein Englisch ist unter aller Kanone. Zumindest in letzter Zeit. Manche Wörter muss ich selber hier nochmal nachschlagen, was das denn überhaupt ist. Wir haben hier solche Steuerplatten. Wenn man das Ganze auch Hand und Fuß hat. Jetzt richtig rum. Yep. So, und da wir ja nicht unbewaffnet losziehen. Ich möchte mal was machen. Und weil es so schön war, nehmen wir gleich zwei davon.
Ja. Ab auf den Boden. Jetzt haben wir nämlich schön. Und? Wo war es jetzt? Flaming Mo. Ich glaube, da muss ich noch ein paar Gegengewichte machen. Ja. Ein paar Gegengewichte wären nicht schlecht. Nee. Quatsch. Machen wir mal ganz anders. So und so. Dann kommt auch hier. Machen wir Vorderradlenkung? Ja, ne? Ist das jetzt auch richtig rum? Yo. Wo habe ich sie denn? Ach ja, die sind ja bei den Flugsachen. Wir haben ja auch Gewichte. Hin und wieder können die mal ganz wichtig sein. Ihr seht, ihr habt hier überhaupt keine Vorgaben, was jetzt benutzt werden muss. Okay, das war nicht so intelligent, Goro. Aber ein paar scharfe Matschen können wir. Ja, war nicht so intelligent. Nehmen wir die vorne weg, ne? Also ich finde das Spiel wirklich so für einen Zeitvertreib, wenn man wirklich mal gerade richtig Bock drauf hat, finde ich das echt klasse. So, Moment. Scharf. Weg. Weg, habe ich gesagt. Oh, oh, oh. Oh. Nicht gut. Das mit der Haftung von den Rädern lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ja, oh, genau. Baum fällt. Ich verzweifle gerade an der Lenkung. Nein, falsche Richtung. Ich hätte die Lenkung noch einstellen können. Also so viel Freiheiten hat man. Also ich mache das hier nicht mit Absicht. Nicht, dass ihr glaubt, ich bin jetzt hier gerade darauf aus, Schafe niederzumähen. Nein. Aber wie ihr seht, da braucht es gar nicht viel für, um... Jeha. Hallo? Ich bin noch drin. Ach ja. Der Grüne muss hier rein. So. Jetzt kommt das Level, wo ich bisher dran gescheitert bin. Da werden wir hiermit nichts reißen, das weiß ich schon. Also, unser Ziel ist es, die beiden Häuser da hinten zu zerstören. Wir sehen, eine kleine Armee, nicht gut. Deswegen hatte ich vorhin schon mal mir so eine kleine Idee zurechtgebastelt. So. Und so. Haben wir schon mal ein Grundgerüst. Sieht cool aus. Ist es eventuell auch. Aber das machen wir jetzt mal learning by doing. So, nun brauchen wir Folgendes. Weil mir das Ganze hier noch ein bisschen instabil ist. Ja, die Tooltips klappen nicht immer. Brauchen wir ein paar... Ein paar. Wo sind sie denn? Da. Racers. Sind nichts anderes als Metallbänder, die das Ganze hier noch ein bisschen versteifen. Kann man setzen, wie man lustig ist. Da wollte ich ihn jetzt nicht unbedingt haben, aber nicht so wild. So. Weil das nämlich, was ich hier vorhabe, ziemlich wuchtig sein wird. So. Okay, netterweise kann man danach auch hier gleich wieder welche raufsetzen. So, was brauchen wir denn? Die Wooden Panel hätte ich gerne. Jetzt muss ich auch wegen der Höhe gucken. Mache ich das so? Ja, ne?
Ne, einen Dekoppler will ich gar nicht. Ich will ein Steering Wheel. Mit R könnt ihr nochmal zusätzlich rotieren. Wie ihr lustig seid. Intersection. Why? Why? Hallo? Ah, alles klar. Hab nichts gesagt. Pass auf. Habe ich vergessen zu erwähnen. Ihr habt hier euren Baukasten eine gewisse Höhe, die ihr einhalten könnt. Müsst sogar. Deswegen auch gerade dieses Intersection. Den könnt ihr umgehen. Indem ihr einfach hier auf Freebuild Mode. Kann, wie ihr gerade gesehen habt, ziemlich praktisch sein. Ich muss mal einen kurzen Testlauf machen. Oh, das hängt aber... Das schwabbelt mir hier zu sehr rum. Um ehrlich zu sein. Ups. So. Und so. Ob das Ganze so hält, weiß ich gar nicht. Wir probieren es mal. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich weiß, ihr habt mich lieb. Ah, Schiete. Okay, Moment. Gerade gesehen, der Plan kann gar nicht aufgehen. Man kann leider nicht. Das ist nicht machbar. Verschiedene Steuereinheiten ansteuern, sodass man quasi wie jetzt hier die Lenkung hinten und hier als Zusatzelement. Das geht nicht. Leider. Leider, leider. Aber ich glaube, der ist mir zu weit. So. Da und da. Jetzt kommt der Clou. Gummibänder. Ich habe mir eben schon eins total zersemmelt, weil da ein bisschen zu viel Spannung war. Und das wird mir, glaube ich, auch in die Hose gehen. Da. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Und dann brauchen wir... Wo gehen die denn hin? Da, da, da. Stoßdämpfer. Nie verkehrt. Das muss ich mal eben gucken. Ja, Prinzip war schon okay. Umsetzung noch mangelhaft. Dann variieren wir ein bisschen. So. Ein Stoßdämpfer. Aber ich glaube, das ist jetzt zu niedrig. Und zu brüchig. Dann versteifen wir noch ein bisschen. Ich kann gar nicht mal sagen, warum, aber dieses Spielprinzip, ich finde es endgeil. Es ist mal was komplett Neues. Ja, gut, so neu eigentlich auch nicht. Okay, da bricht irgendwann das Holz. Damit kann ich umgehen. Da kann man was gegen machen. Es ist halt so ein richtiges Just-for-Fun-Game. Und pure Zerstörung ist so immer was Feines. Oder wie seht ihr das? So, so, so. Die Ecken sind abgesichert. So, pass auf. Wir. Das ist jetzt blöd. Ups, da war einer zu viel. Kanönchen. Oh, ja, war ja klar. Hab's verstanden. So, das kann, glaube ich, so bleiben.
Blöd. Das muss, glaube ich, noch niedriger. Sonst hat das Ganze hier keinen wirklichen Sinn. Ich glaube, ich habe jetzt gerade den falschen gelöscht. Ja. Ist aber nicht so wild. Die kommen jetzt mal. Ja. Außer also die Tatsache, dass meine Kampfeinheit hier beschossen wird, wie auch immer man es nennen will, ist die Verarbeitung schon mal gut. Weil das muss ja auch passen. Oh. alles klar. Gut. Aber weitestgehend ist es genauso, wie ich es haben will. Das hingegen war nicht so, wie ich es haben wollte. Muss ich doch ein Stück höher. Oh, den Halter hat er jetzt schon gelöscht. Doof. Hin und wieder sind die Klicks noch ein bisschen unbeholfen. Den kann man entgegenwirken, wenn man nicht so faul ist wie ich und die Kamera öfters drehen würde. Nicht so sehr wackeln. Wow. Nicht an meine Bombe, Kollege. Das mit dem nicht so viel wackeln ist leichter gesagt als getan. Können wir den mit Gummibändern entgegenwirken? Nee, können wir nicht. Das Schöne ist, man kann das Ding überall ranmachen. Restlos. Also das eigentliche Ziel ist es, dass das Ding danach dann noch so weit hält, um seine Mission zu erfüllen. Der Rest ist eigentlich shit egal. Kann man das so machen? Könnte man. Wenn man dementsprechend über ein Feingefühl besitzen würde. So. Über ein Feingefühl besitzen würde. Okay. Wir machen das jetzt mal ganz abstrus. Die kommen erstmal alle weg. Warum? Ich will da inzwischen. Ich will. Sonst mache ich hier nochmal eben alles weg. Ist, glaube ich, sowieso ratsam. So. Da kommt einer. Dann kommt mein Steering Wheel. So. 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 Und so. Haben wir einfach im Grunde genommen jetzt nur einen weiter runtergesetzt. Ob das Ganze so aufgeht, ich habe keine Ahnung. Ich glaube mir eher, das bricht mir gleich wieder ab. So kann man es natürlich auch machen. War aber die falsche Richtung. Ja. Langsam auf Spannung. Zu viel Spannung. Ihr habt das Prinzip aber verstanden. Ich werde hier jetzt gleich nochmal ein bisschen rumexperimentieren. Ich will das nämlich schaffen. Muss noch dringend etwas überarbeitet werden, aber ich habe zumindest hier alle Leute weggenietet. Bringt aber nichts, wenn die Maschine danach nicht mehr fährt, um den Rest zu schaffen. Irgendwie so. Hallo. Ja, die Seile kann ich noch spannen, das ist doch was. Kann ich mit Schrott um mich werfen. Okay, Leute. Ihr wisst Bescheid.
Lasst mir doch mal eure Meinung dazu da. Würde mich wirklich interessieren, ob euch sowas mehr gefällt, weniger gefällt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich darüber freuen. Daumen nach oben, Kommentar, Video teilen, das Übliche. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Mal sehen, was ich dann aus meiner Trickkiste so greife. Und ja, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.